Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elysia Online. Heute dabei ist die Kuri. Juhu! Juhu! Ihr kennt sie unter White Kuri. So, und ich glaube, ich hatte schon gesagt, dass wir Team Magie machen, oder? Nee, hatte ich nicht. Du musst noch blau, ne? Oh, warum? Wegen der Aufnahme hast du... Ach so, oh. Ach, man wechselt mit F9 das Team? Genau. Ach ja. Ich habe meinen Fripps auch auf F9. Ist mir auch schon passiert. Sehr gut. Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht, dass man mit F9 das Team wechselt. Echt nicht? Nee, F9 ist Teamwechsel und F10 ist dann Starten. Und die ganzen anderen F10-Dinger sind diese Makros, diese Shortcuts. Ach so. Die Sätze, die du da in die Option einstellen kannst. Vielleicht sollte ich mir das mal umlegen in Fripps. Ich habe mich. Ja, müsste ich auch tun. Ich habe mich letzte Woche schon gewundert. Ich denke, hey, gab's Auto-Balancing in Abo? Nee. Ich hatte auch letztens dann gestartet und dann war natürlich ungerade Zahl an den Farben. Und ich so, Leute, ach ja, bin ich ja, ne? Ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe es nicht gemerkt. Ups, ich wollte einen noch Herr Fun schreiben, aber da draußen ist nur noch ein Haar geworden. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Es kann bei mir auf jeden Fall nie so schief gehen wie bei Speed. Ich weiß nicht, bei Speed stelle ich mich irgendwie immer ultra dämlich an. Ach, bei Speed bin ich... Ich bin einfach zu hektisch. Ja, manchmal bin ich so hektisch, dass ich keinen Dash mehr hinkriege beim Springen da, ne? Ich habe einfach da total oft das Problem, dass ich mir meine Runden versaue, weil ich dann versuche, irgendwie über den Sprung drüber zu kommen. Mhm. Und dann schiebe ich mich irgendwie dann selber zur Seite und... Oh, ein Ei! Na toll. Ich habe nie Glück mit diesen Eiern. Wow, oh Gott, das war knapp. Das ist... Hast du aber auch manchmal den Reflex, dass du in Magierinnen trotzdem diese Sprünge machen willst? Ja. Ich mach das ständig. Bringt zwar nichts, aber irgendwie ist das so eine Gewohnheit. Jetzt muss ich gleich dran denken, das Ei einzusammeln. Das ist mein erstes Ei seit 4 Wochen. Oha. Sag mal, was ist denn hier los? Ich krieg gerade einen kritischen Feuerball nach dem anderen um die Ohren. Och, ich hatte gestern mal ein Rennen gehabt, da war eine Person, die hatte so viel Glück, dass jeder Schuss critical auf mir war. Oh, ich kam gar nicht vorwärts, ne? Aber oh Gott, Eis. Aber ich finde, das ist auch irgendwie gerade das, was die Magierennen ausmacht. Dass du kannst dich da so schön drüber ärgern. Ja, ich finde es einfach, ich finde den Ärger ja schön. Ich weiß gar nicht, wie Leute das so ernst nehmen können. Das, ich meine, das gehört doch dazu. Ja, irgendwie schon. Wo? Also ich ärgere mich zwar auch häufig mal, wenn es wirklich komplett die ganze Zeit nur schief geht. Mhm. Aber ich kann das bei Magierennen, kann ich das auch mal auf ein Item schieben. Wenn ich verliere, dann sage ich einfach, ja, ich bin abgeschossen worden. Ja? Bei Speed kann ich das. Bei Speed ist das immer mein eigenes Unvermögen. Ich meine, ich kann es wirklich sagen, ich habe immer das Glück, dass wenn ich kurz vorm Gewinnen bin, also einer ist vor mir, da bekomme ich irgendwas, was mir nichts bringt, wie Schild oder Schatten oder sowas. Mm. Da kann ich wirklich sagen, jo, ich habe gerade nur Rotz bekommen. Das hilft mir nicht. Das kenne ich zu gut. Als ob das Spiel wüsste, was ich nicht brauche. You see me rolling. Ich wollte gerade sagen, wo wir eben beim Thema kritische Feuerbälle waren. Ja, da fängt es schon wieder an. Warte nur ab. Okay, noch führt unser Team. Hui. Ich komme gerade mit der Feder angerannt. Oh, die hat ein Schild. Hm. Nicht mehr weit. Oh. Hi. Gib mir Eis. Yay. Yay. Oh, guck hier. Platz 1 bis 3, blaues Team. Toll. So muss das. Yay. Hat dein Pferd jetzt die Control? Ja. Aber sie ist noch nicht ausgelevelt. Ich weiß halt gar nicht, welches Level Fleur gerade ist.
Beziehungsweise welches Class-Dingens da. Ich werde mir das wohl nie abgewöhnen, dass ich immer Level sage anstatt Class. Ja, ich sehe auch Leute, die halt immer dann sagen, hier ist Level 30. Ich so, ich denke, du meinst Class Up. Ja, Level 30, das wäre schon etwas heftig. Das ja, überfährt. Mein höchste ist ja da eh nur 11. Ach, ich freue mich so drauf, wenn es wieder das Züchten gibt und man dann endlich auch bessere Pferde haben kann und vor allen Dingen auch andere Farben. Also ich werde mich erstmal überhaupt darauf freuen, andere Farben zu haben. Ich ja. kann diese kurzen Mähen lange nicht mehr sehen. Ja, ich habe letzte Woche schon zu Jessie gesagt, das ist, ich bin auch mega happy darüber, dass generell komplett neue Farben reinkommen können. Vielleicht gibt es dann ja irgendwann mal ein richtig schönes Füchschen, so ein heller braunes. Wahrscheinlich. Also ich hatte eine jetzt auf Facebook gesehen, die hatte eine richtig schöne Farbe gemacht. Das war so leicht so grau und hatte dann so weiß, beziehungsweise weiß-schwarz gestreifte Beine. Irgendwie so ein, ich hab keine Ahnung, was das für eine Farbe war. Nennt sich irgendwie Kruller oder sowas. Das war, hatte so schwarze Fellzeichnungen an den Beinen gehabt. Ja. Das sah echt interessant aus, das war echt hübsch. Es ist ja prinzipiell, könnte es dann ja auch immer mal wieder Updates geben, wo man sagt, okay, heute kommt nochmal eine neue Farbe rein. Solange kein rosa, blassblau kariert reinkommt, ist alles gut. Ja, ich habe auch schon so krasse Fantasiesachen gesehen von Leuten, wo ich auch dachte, okay. Da waren so ein paar Indianerpferde dabei, die so einen blauen Ring oder so aus ums Auge hatten. Das hatte dann schon wieder Stil. Ja, aber das ist ja generell nicht möglich. Ich meine, das ist ja nicht natürlich. Ne? So, du hast ein Schild. Oh, mal gucken, ob du den benutzt. Ja, das tust du. Ach, hast du auch gerade die Agathe Dragonhill im Visier? Ich jetzt ab. Och nö, verflixt, der Reptorus, der hat mir gerade einen Eisblock rein. Nee, Wolfsung hat mir einen Eisblock reingehauen. Oh, Crazy Light ist lagging oder verliert sie gerade die Verbindung? Ich glaube, die hatte nur einen Lag. Oder? Die steht auf einer Stelle. Oh, okay. Ja, mal sehen. Ups, ey, ich habe den Critical Bolt. Nein, was ist das? Boost. Weißt du, wie schwer es ist, jetzt durchzureden, wenn du eigentlich nur Englisch in den Holz redest? Das ist echt nicht einfach. Erstmal umgewöhnen hier. Ah, ja. Oh nein. Ich habe Huffesseln abbekommen. Nein! Schieß mich nicht ab, schieß mich nicht ab, schieß mich nicht ab. Los, du machst das. Oh, ich hab hier. Oh, ich hab die Phönixfeder. Ja, ich bin abgeschossen. Lauf. Oh, ich kann auch was kriegen. Oh, wow, ich hab Schatten bekommen. Das hab ich gemacht. Ich bin erst und kriege Schatten. Was bringt mir das? Ja, ich hatte zum Glück noch das Schild. Ich hab das dann zum Schluss noch vorsichtshalber genutzt. Immerhin. Ich hätte lieber da mal gerne Eis, um die Leute noch zu blockieren, falls sie was kriegen. Dass man oder sich so ein bisschen nach hinten absichern kann. Genau. Was hatte das nochmal hier für eine Wirkung? Man hatte das doch früher. Und man hat das ja auch jetzt, dass da oben so eine ich wollte gerade sagen, Killstreak kommt. Wenn man hintereinander weg die Rennen gewinnt, dass man dann diese grünen Sternchen bekommt. Was hatte das dann nochmal für einen Bonus oder was brachte das denn? Achso, das ist quasi so ein Team-Bonus. Das kann für das gegnerische Team gut sein, aber für dich ist das schlecht. Ich sag mal so, wenn danach kommen ja orange Sterne, dann kommen ja rote Sterne. Je höher du in der Farbe bist, desto schwieriger wird es für dich. Zum Beispiel bekommt dein Team dadurch schlechtere Magie. Also ich sag mal so, die Zufallswahl ist schlechter. Das heißt, du bekommst vielleicht weniger Schuss, aber mehr irgendwie einfach nur Schild oder so. Und dein Team bekommt aber einen kleinen Speed-Bonus. Oder andere Teams. Das andere Team bekommt einen Speed-Bonus, damit es auch mal quasi eine Chance hat, ne, gegen das Team zu gewinnen. Und daher ist er da. Aber das ist noch gar nicht im Spiel drin. Ich glaube, das ist jetzt einfach nur jetzt noch Dekoration.
Ach ja, ich freue mich schon noch auf die ganzen Sachen. Dann, wenn das Ranking früher noch, wenn das dann noch kommt. Was gab es denn da? Da gab es Holz. Man hat in Holz angefangen, dann kam noch Bronze, mhm. Silber, Gold und dann Diamant, oder wie war das? Nee, das Holz ist schon das Bronze. Ach so. Dann kommt noch Silber, Gold und dann kommt das Platin. Also das hier ist das Beginner-Ranking. Das hast du, glaube ich, mit, keine Ahnung, 2000 Punkten dann schon auf Silber oder so. Hä, so war das. Ja, und 7000 hast du, glaube ich, an Gold und mit 24.000 hast du dann Platin. Da hast du dann viel zu tun. Ja, in Platin habe ich es früher nie geschafft. Ich war ziemlich am Ende von Gold. Also ich war irgendwo auf den oberen Plätzen, aber ich habe einfach nie die Punktzahl erreicht, die ich gebraucht hätte, um nach Platin reinzurutschen. Ach, wurde es dann vorher schon resettet wieder? Ja. Das ist natürlich bitter. Da habe ich aber mich so drüber geärgert. Am besten bleibt in Gold, weil das gibt euch wöchentlich zum Beispiel, wenn ihr in den Top 10 seid, gibt euch das 18.000 Carats jede Woche. Ja, ja, stimmt. Das gab ja immer noch so. Aber die Rüstung war immer. Ich wollte immer die Rüstung haben. Die Pegasus-Rüstung. Ja. Ja, die ist natürlich auch nice, ne? Ja. Aber im Prinzip hat sie die gleichen Effekte wie die grüne Rüstung, von daher. Super, was hat mich jetzt gerade alles getroffen? Es war. Ich weiß nicht, was alles. Yay! Komm, wenn wir jetzt hier die Runde auch noch gewinnen, dann haben wir ja alle drei Rennen gewonnen. Yay! Ich renne ja schon! Ich räume dann mal das Feld von hinten auf mit Zenfar zusammen. Oh man, dieser Schatten, der bringt überhaupt nicht viel. Och Leute! Was mit dem ganzen Eis? Gib mir mal einfach so einen Blitz oder so. Dann sag mir vorher Bescheid, dass ich mich von dem Reptorus fernhalten kann. Nein! Ja, nein. Das sollte ich machen. Oh, sehr gut. Der hat einen Feuerball abbekommen, sogar einen kritischen. Manchmal bekomme ich Blitz, wenn ich sogar mal Erster bin und ja, bevor ich das merke, habe ich ihn schon verschossen. Weil ich drücke einfach drauf dann, ne? Ja, ja. Und denke mir, oh, ich muss drauf drücken. Das ist mir auch schon passiert. Da ärgert man sich so übelst dann. Yep. Hui. Ja, noch sieht's gut aus. Jetzt gib mir einen Schuss. Gib mir einen Schuss. Komm schon. Jawoll. Juhu. Sogar kritisch. Yay. Ich freue mich wie so ein Keks darüber. Ach, was will ich denn mit einem Schild hier? Okay, der nächste, der kommt, wird auch abgeschossen. Nee, außer ich kriege Schatten und kann natürlich nicht irgendwie fokussieren. Ja, da kommt keiner mehr. Hui. Ja, ich würde hier sagen, blau macht das Ding. Hm. Oh, die hat das Outfit, was ich auch will. Ich wollte gerade sagen, mein Lieblingsoutfit, mein absolutes Lieblingsoutfit. Oh Mann, sehr cool. Okay, ja. Aber dann würde ich sagen, war es das schon wieder für heute von Elysia Online. Morgen mit dem Update. Danke dir fürs Mitmachen. Ja, gerne. Und ja, dann bis morgen. Tschüss. Tschüss.